Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist ein Replay zwischen Night Elf und Ork auf der Map Echo Isles. Ork ist Lordo, den wir schon, ich glaube, ein, zweimal gesehen haben. Auf jeden Fall sehr guter Ork-Spieler gegen den Human, gegen den Nacht, Entschuldigung, Nicker. Ich glaube nicht, dass wir ihn schon mal gesehen haben. Sagt mir persönlich auch nicht allzu viel der Name, aber ich habe die Szene auch seit Ewigkeit nicht mehr verfolgt. Also das, was ich sage, zählt eigentlich gar nichts. Ich laber eigentlich die ganze Zeit nur konstanter Bullshit und ihr kauft mir das ab, weil ihr ebenfalls keinen Plan habt. Wenn irgendeiner das hier hört oder hören würde, der Plan hat, ich glaube, der würde sich die Haare so weit ausreißen, bis er als Doppelgänger von Bruce Willis durchgehen könnte. Aber egal. Wir sind auf der Map Echo Isle. Die Map ist sehr klein. Ich glaube, das ist die kleinste Map im gesamten Zodak Map Pool. Die ist aber auch teilweise eine Zeit lang meine Lieblingsmap gewesen. Einfach nur, weil sie für Human genial ist. Nachtelf und Ork spielen sich jedoch ein bisschen anders als Human, natürlich, alle spielen sich anders als Human, aber ich finde die Map trotzdem ziemlich cool und zwar eben, weil, wie gesagt, die ist ziemlich klein. Es gibt nur zwei mögliche Expansion-Punkte, das heißt, die Maps hierauf gehen ziemlich schnell und das Söldnerlager hier ist ziemlich cool, in der Mitte ist hier eine Taverne, hier ein Markt. Ein großer Creepspot und hier Shop, großer Creepspot. Das Schöne an der Map ist, es gibt hier keine roten Creepspots. Das heißt, man kann nicht hier turteln und einfach durchcreepen und so weiter, sondern man muss mehr oder weniger die Balance finden zwischen einfach mal ganz schnell früh mit irgendwelchen Tricks und Gimmicks, sei es durch Militia-Support, sei es, indem man sich Söldner kauft, sei es, indem man hier mit einem Urteil des Krieges creept, wie zum Beispiel der Nachtelf, sei es mit irgendwas anderem, wie zum Beispiel der Ork mit Blade Master, weil er einfach OP ist, wie sonst was. Irgendwie einen ziemlich schnellen Spot zu creepen, der orange ist, und dann den Gegner die ganze Zeit zu stressen. Das heißt, hier gibt es ziemlich viel Gekloppe und hauen sich gegenseitig ziemlich viel aufs Maul. Hier sehen wir AOW-Creep und der Grund, wieso Nachtelf einfach richtig geil ist. Oh, schöner Lightning Shield und ihr wisst, gehen. Down. Nehmen sie down. Nimmt auch der Night Elf hier ein bisschen Schaden. Aber ich finde es halt cool, dass er durch AOW-Creep so viel tanken kann. Auch wenn die sich jetzt langsam aber sich auf den Demon Hunter fokussieren. Lightning Shield immer noch aktiv. Aber cool ist, wie er damit halt versucht, die Creeps ebenfalls zu kicken. Also richtig geil. Talisman der Vitalität gefunden. Hervorragendes Item. Und der Demon Hunter Chuck Norris persönlich, wurde auch oft genannt, findet hier dieses geniale Item. Sehr schön. Erhöht seine HP um 150. Ganz wichtig gegen den meiner Meinung nach stärksten Helden im gesamten Spiel. Blade Master. Wieso stärkst du halt im gesamten Spiel, weil man ihn nicht surrounden kann? Okay, das ist meine persönliche Abneigung ihm gegenüber, aber er kann in seinem Windwalk nicht nur unsichtbar gehen, sondern durch Einheiten durchlaufen. Das heißt, egal wie oft man den sichtbar macht, egal wie oft man den stunt, egal wie oft man den surround, sagt einfach, fick dich, Krüppel, ich habe recht und renn durch dich durch. Das macht dir zwar keinen Schaden, aber ihm macht das auch keinen Schaden, also, naja, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall ein ziemlich cooler Held und es ist nicht OP. Ich sage das immer, weil ich Noob war und Ork-Human-Matchup war, das ich immer gehasst habe, genauso wie Human-Undead. Die Matchups, die ich geliebt habe, war Human-Mirror, da war ich richtig gut drin, und Human-Night-Elf, weil ich gegen Chuck Norris einfach, ich weiß nicht wieso, ich kam gegen den Demon Hunter ziemlich gut klar, der ich hier mit dem AOW schon den nächsten Spot creepen, nämlich den hier. Also das heißt, den kann man gut einsetzen, wenn man, wie gesagt, den hier baut. Das sind so kleine Details, auf die man immer wieder achten muss, wenn man dann selbst spielen würde, aber ich glaube, es spielt keiner mehr. Schönes Item, Circle of Nobility, sehr, sehr schön. Leider nur Topo of Intelligence, also nicht wirklich das, was er braucht. Und sehr schön konnte man nochmal schön sehen, wie er hier sich zurückgehalten hat, um mit dem AOW keine Einheit zu kicken. Wenn man mit dem AOW eine Einheit kickt, dann bekommt man dafür keine Experience. Leider. Und hier versucht nochmal der Blader das hier zu klauen. Nicht der Blader, Demon Hunter. Blader einen ganzen Level Rückstand. Sehen Sie nochmal die Fähigkeit vom Demon Hunter, eine Evasion zu haben. Oh, schöner Crit hier. Und da kommt nochmal der Windwalk. Und wer bekommt die Experience? Der Demon Hunter. Schön gemacht. Item geht an Blader. Die Experience an Demon Hunter. Also Demon Hunter, der Nicker, zeigt hier mal ordentlich, wo die Frosch die Locken hat. Holt sich hier auch ordentlich Mercs dazu. Also Mercenaries. Wurden halt Mercs genannt. Troll Forest Shadow Priest und Troll Forest Berserker sind geniale Mercs, die man sich holen kann. Und vielleicht versucht der Blader jetzt zu creepen. Gute Items gefunden. Circle of Nobility, Gloves of Speed, Gloves of Attack. Ja, waren Gloves of Attack, Gloves of Speed oder sowas. Keine Ahnung.
Und der eine Grunt überlebt das. Und der Bäder greift ja tatsächlich an. Seine Illusion tankt das hier für ihn. Circle of Nobility gefunden. Schönes Item, definitiv. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Also der Blade gerade gut unterwegs, hat gut hier Item, aber hier, ne, da kann natürlich den Shop hier creepen. Hat hier einiges pullen können, eben durch die Mercs. Und das ist halt ganz wichtig, als Nachtelf kann man in der Regel nie frontal creepen. Das heißt, man muss immer durch irgendwelche Tricks creepen. Und hat auch gemacht mit den Archern und so weiter, richtig gut gemacht. Dwarf Intelligence gedroppt. Vielleicht kauft er sich hier irgendein krasses Item. Wäre auf jeden Fall cool. Und damit ist er fast Level 4. Ich finde es ja cool, dass er die ganze Zeit Fehlschlag hat. Nimmt nicht mal den Tube of Intelligence. So wenig interessiert er jener als Team Lanzer. Okay, kann ich auch verstehen. Diese 25 Mana, die man dann mehr hat, oder wie viel das auch immer sind. Ich glaube, in seinem Fall nur 10 oder so. Das lohnt sich halt wirklich nicht. Und der Blader wird Level 3 und findet Ring of Protection plus 2. Kein gutes Item. Blader hat sich, der Nachtelf hat sich endlich ein Second Hero geholt. In der Regel sieht man den ganz selten, den Keeper of the Grove ist es, glaube ich. Also wirklich sehr, sehr geiler Held. Kann einige sehr schöne Spells, hat einen Tangle, also der kann so Wurzeln aus dem Boden beschwören, um den gegnerischen Helden festzuhalten oder gegnerische Einheit festzuhalten. Nimmt konstant Schaden und ja, hält halt den Gegner fest. Kann den besser surrounden, besser fokussen, besser alles. Er kann Bäumchen beschwören, was immer wieder schön ist und ist einfach allgemein ein verdammt krasser Held. Also, der ist so unterschätzt, meiner Meinung nach. Aber ich finde ihn eigentlich richtig cool. Hat eine Aura, die man skillen kann, Dorn-Aura, dass sämtliche Leute, die ihn angreifen und sämtliche Einheiten um ihn herum angreifen, Schaden verkehrt bekommen. Ich glaube, das ist auch die einzige Aura im Spiel, die man nicht finden kann als Item. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es dafür ein Item gibt. Aber falls irgendeiner von euch das weiß, dann sagt mir das bitte. Und da geht der Irrwisch down, down, ja. Hat sich hier auch sofort ein Staff of Preservation geholt. Und hat dem Keeper of the Grove natürlich das Planet of Fatality gegeben. Einfach damit er länger am Leben bleibt gegen den imbalanzen Blade Master, der einfach mal alles two-hittet. Tut mir leid, was ich zu sehr flame. Und natürlich hat der Ork sich ein Shadow Priest besorgt. Und da sehen wir das Entangling Root. Sehen wir hier auch Bucherwurzeln. Und damit kann er halt einen ganzen Grunt ausschalten. 700 HP-Monster geht down. Ja, von der Kraft hatte ich auch mitgenommen. Ein bisschen HP schadet nie. Sollte vielleicht die Creeps hier töten, dann wäre der Level 4 geworden. Aber na gut, ich glaube, es ist unter seinem Niveau. Blader ist hier immer noch am rumchillen. Dem sind die Spots hier nicht unter seinem Niveau. Aber okay, gut, der möchte hier creepen. Wie gesagt, wieder dieses Pullen. Hier könnte auch ein Circle of Nobility oder sowas droppen. Das wäre ganz cool. Level 4 endlich für den. Was cool ist, sind diese zwei Spots hier. Der können Tube of Intelligence, of Experience droppen. Das wäre ganz wichtig. Und eine Ring of Protection. Nicht wirklich prall. Und da muss er auch weggehen. Hat er schön rausgestufft. Den. Und da sehen wir nochmal das Hex. Aber schön rausgestufft. Der Staff of Preservation natürlich sehr, sehr schön, damit der Keeper of the Grove nicht drauf geht. Also sehr, sehr schön bis jetzt gespielt auf beiden Seiten. Wir sehen hier vom Nachtelf natürlich die Ancient of Winds. Die Fairy Dragons bei der Seite des des Orks, wenn wir höchstwahrscheinlich die Medizinmänner sehen und nicht die Spirit Walker, die kommen ja später. Man spielt letzte Zeit wirklich sehr oft mit Medizinmännern. Ja, da kommen die auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja, ich bin mir sicher wieso, also ich weiß wieso, aber ich bin immer noch nicht überzeugt, ob das wirklich effektiver ist, mit den Stunlocks und so weiter zu arbeiten. Also einfach mit dem Massen-Dispel. Vor allem, wenn noch wenige Talons draußen sind. Die Talons, die hießen ja Druid of the Druid of the Claw, glaube ich, und die wurden immer Dots genannt. Oder, nee, die hießen Druids of the Storm. Druids of the Claw waren die Krallendruiden, das waren die, die Bären. Also die hießen immer Dots, diese Viecher hier, Dots. Und die können halt die Gegner hochwirbeln und so weiter. Und die Fairy Dragon machen halt Schaden und die können sich in so eine komische Kugel ein, ja,
umwandeln, mehr oder weniger wie so eine Art Transformer. Und in der Kugel machen sie in einem riesigen AOE Schaden an all den castenden Einheiten, die es gibt. Also das heißt, wenn hier jetzt irgendein Priester stehen würde, der würde heilen, würde die ganze Schaden bekommen. So richtig viel Schaden. Und hier sehen wir nochmal diesen statisch fallen Spell von den Medizinmännern. Und der Altar wird natürlich angegangen. Wo ist denn in der Zwischenzeit der Blader? Er hat einen Lightning Orb und er geht hier ordentlich auf die Gebäude des Night Elves. Also, und da sahen wir das nochmal. Da konnten wir das nochmal sehr schön sehen hier mit diesem Feedback. Schöner Healing Ward nochmal platziert. Das können halt die Medizinmänner auch. Ganz wichtig. Und der Blader ist halt wirklich eine Ein-Mann-Armee. Ich meine, der hat zwei Circles, der hat Gloves, der hat Boots und der hat einen Lightning Orb. Das ist halt Perversomato-Schaden. Vielleicht kann ich hier irgendeine Einheit rauspicken, die angeschlagen ist. Vielleicht ein Dot oder sowas, aber da möchte ich nicht mit anlegen, denke ich. Vor allem nicht, wenn so viele andere Einheiten da sind. Vor allem noch ein Keeper ist am Start, aber er kann trotzdem versuchen, Schaden zu machen, wenn er es denn will. Ja, macht er nicht. Und Tomb of Intelligence, das lässt halt jeder liegen. Wobei der Keeper das halt endlich wirklich bräuchte. Aber na gut, okay. Endlich sehen wir auch mal den ersten Walker am Start, der noch gar nichts ist, aber trotzdem. Da ist ein Spirit Link. Und Spirit Link ist ein schöner Spell. Macht halt, dass der Schaden, den Einheiten bekommen, auf alle Einheiten verteilt sind. So kann man den Fokus von gewissen Einheiten unterbinden. Denn Ziel ist es ja eine Nachtelf-Strategie, weil der Nachtelf in direkte Konfrontation mit der Ork-Armee nicht überleben kann. Dass er einfach die Hälfte der Ork-Armee hochwirbelt und einfach nur einzelne Einheiten rauspickt. Das heißt, er fokussiert einzelne Einheiten, während ja, alle anderen Einheiten in der Luft sind und fliegen. Weil das halt diese Dots können. Die können halt Einheiten hochwirbeln. Und eben, um das zu verhindern, um so einen Einheitenfuchs zu verhindern, gibt es halt, ja, Spirit Link. Also, sehr, sehr schön, da ist so eine Art Kampf der Caster. Ich finde auch, dieses Matchup ist eins der coolsten überhaupt. Auch wenn Keeper hier natürlich etwas, naja, atypisch ist, aber trotzdem cool. Trotzdem sehr, sehr cool. Und der ist halt leider nur Level 3. Wenn er hier zum Beispiel Tomb of Experience finden würde, wäre das wichtig. Der ist halt hier, der muss erst aufgedeckt werden, da ist er. Der ist halt unsichtbar. Mal schauen, ob er das hier findet, ein Tomb of Experience. Nein. Kam hier einer? Ah, hat man leider nicht gesehen. Sieht allerdings nicht wirklich so aus. Und da wird ein Irrwisp gehext, also ob das wirklich so prall war. Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall ein Wächterschutz. Rennt er weg mit Call of Speed, ganz wichtig. Hier ist 75 Gold TP. Oder 50 Gold TP, das der Ork hat. Was das hier ist, ist ein Orb of Venom. Damit werden Einheiten, die man anschlägt, verlangsamt. Und über Zeit nehmen sie ein bisschen Giftschaden. Wieso gibt man das dem Keeper of the Grove und nicht dem Demon Hunter, der eigentlich der Damage-Dealer ist? Weil der Demon Hunter als Melee-Held rennt rum, um zum Gegner zu kommen. Der Keeper of the Grove steht da. Das heißt, er hat potenziell den höheren Damage-Output. Das ist ja halt kein prozentualer Schaden, sondern einfach nur ein addierter Schaden. Das heißt, es ist wurscht, ob das eine Einheit macht, die 2 Schaden macht, oder eine Einheit bekommt, die 40 Schaden macht. Es kommen trotzdem diese plus 5 Schaden ja trotzdem hinzu. Es ist halt besser, das auf einen zu haben, der konstant die ganze Zeit drauf schießt, als auf einen zu haben, der erst 20 Minuten rumlaufen muss, um zum nächsten Gegner zu kommen. Ist halt sinnvoll. Gerade ein bisschen Ruhe im Spiel eingekehrt. Oh, sehr schön. Wurde noch mal einer gekickt. Seinen eigenen Troll gekickt, um einfach auf 50 Supply zu bleiben. Hat sich hier eingekauft. Schön. Scroll of Protection, Scroll of Healing. Er hat sehr schöne Items, der Keeper of the Grove. Und der Blader rennt halt rum, hat geiles Equip. Also der ist wirklich Gott in dem Moment. Der ist halt wirklich der King. Schlechthin. Hat sich hier auch endlich mal einen dritten Helden geholt. Tau und Chieftain, damit er einfach sich schnell bewegt. Und der Beast, der Blader ist halt wirklich super. Also er ist eigentlich Gott im Moment. Level 1 Panda am Start. Ich liebe Panda-Bärchen. Die sind putzig. Und hier die Statusfalle.
Wird allerdings gesehen, sieht zumindest so aus. Und da fliegen die ersten Einheiten rum. Und da seht ihr nur ein paar Schläge auf den Keeper und das war's. Wird die Score of Protection gezündet und da kommt der Massenstun. Hier sehen wir nochmal dieses Feedback der Caster. Und hier ist einfach mal alles durchgehend gestunt. Aber was für fette AE-Effekte. Alles geht hier mehrmals hintereinander down. Der Bilder versucht hier auf dem Panda drauf zu gehen. Schafft er auch, aber wird wieder hochgewirbelt. Also gar keine Chance im Augenblick für Lordo. Keine Ahnung, was abgeht. Und der Demon Hunter wird angegangen, aber gar keine Chance, er muss sich auf andere Helden fokussieren. Da wird immer wieder der Blader hochgeworfen. Er kann seinen Gottmodus einfach nicht aktivieren, weil er einfach nicht lang genug auf irgendein Ziel draufschlagen kann. Das sieht nicht gut aus, sieht absolut nicht gut aus. Sämtliche Armeen sind hier dunkelrot und er wird halt immer hochgeworfen, er kann nichts machen. Und hier immer wieder mit dem Breath of Fire vom Panda-Bärchen, muss er sich raus teleportieren. Aber der Blader ist noch da, der hat sich nicht mit raus teleportiert, was halt bitter ist. Und er hat keinen Mana mehr, um wegzurennen. Also es sieht nicht wirklich gut aus. Keeper kommt leider nicht ran, um ihn zu enttangeln. Und die Expansion hier wird genommen von Nika. Also der Nachtelf gerade ziemlich am Rocken. Sie kann keinerlei Möglichkeit eigentlich für den Ork da rauszukommen, aber mal schauen. Lordo wäre nicht Lordo, wenn er nicht irgendwas im Schilde führen würde. Ja, da kommt der Windwalker, hat genug Mana gesammelt. Vielleicht kann er irgendwas machen. Sieht die Expansion, denkt sich so, oh nein. Oh nein. Rennt jetzt hier wieder nach Hause. Und für den sieht es nicht wirklich gut aus. Na gut, der hat jetzt einen eingebauten Heal. Mit seinen Heilschutzzaubern. Aber da muss ich trotzdem irgendwas überlegen. Das sieht nicht gut aus für den. Das sind 50 Supply fast gegen... Naja, 74 Supply, also der hat eindeutig mehr. Der hat schon die ersten Chimären am Start. Zwei Stück sind es an der Zahl. Er sieht absolut nicht gut aus für ihn. Muss hier eindeutig irgendwas überlegen. 80 gegen 50 Supply, das ist nicht gut. Und der ist Level 3, der Keeper. Also der Night Elf hat gerade dicke, dicke Eier und läuft hier rum als Arnold Schwarzenegger auf Ecstasy. Was nicht gut ist. Ich kann es kaum glauben, aber es ist echt nicht gut. Blader läuft verzweifelt rum. Er kann halt nichts machen. Er kann halt nichts machen. Das ist das Problem. Eine Stadt wird belagert. Boah, und die Chimären sind halt so furchteinflößend. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ja, da probiert er nochmal einzelne Fairy Dragons rauszupicken. Ist halt cool. Durch den Lightning Orb kann man halt nach oben angreifen. Durch sämtliche Orbs kann man nach oben angreifen. Und was cool ist, ist, dass man den Gegner periodisch stunnen kann. Na, kommt es hier gleich zu irgendwas? GG! Er schaut einfach GG und geht raus. Oh, das ist ein bisschen anti-climatic, aber egal. Trotzdem, war ein cooles Game. Also, man konnte nochmal sehr schön sehen, die alte Strategie, die dahinter steckt. Ich fand das Game cool, auch wenn es jetzt so abrupt geendet hat. Fand ich jetzt irgendwie uncool. Aber egal, ansonsten war das Game einfach geil. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.